und herzlich willkommen zur ersten Folge von Adler TV, die neue Sendung rund um den ersten FC Phoenix Lübeck und die Talentschmiede, den JFV Lübeck. Bei uns bekommt ihr alle wichtigen News, was ist passiert auf dem Platz, die Ergebnisse, die Highlights. Wir schauen aber auch hinter die Kulissen, lassen Verantwortliche zu Wort kommen und wir zeigen euch, wie hart und wie akribisch hier jeden Tag gearbeitet wird. Also Adlerauge, sei gespannt. Wir beginnen mit unseren Profis. Ja, der 24. Spieltag. Er stand vor der Tür, die Koffer waren schon gepackt, die Mannschaft war bereit zur Auswärtsfahrt nach Rheden und dann kam kurz davor die Absage vom Gastgeber, gefrorener Platz, unbespielbarer Platz. Ja, wir haben natürlich unseren Adler losgeschickt und er berichtete uns von 3 Grad plus. Lassen wir mal so stehen. Dafür rollt am Mittwoch der Ball für die Profis. Unbedingt vormerken, 19.30 Uhr an der Travemünde Allee Testspiel gegen den Oberligisten 1. FC Türkei. Da müsst ihr unbedingt dabei sein. Ja, was ist noch passiert? Kenny Kurop, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, 24 Jahre alt. Bleibt gesund, Grüße gehen raus an Kenny. Dafür rollte aber der Ball bei unserer zweiten Mannschaft. Testspiel gegen die SG Elmenhorst. Und der Endstand 3:2 für unsere Adler. Das Interimsteam Hakan Karadiken und Moritz Ide haben das Team perfekt eingestellt für diese Aufgabe und das ohne Trainingseinheit. Was Hakan Karadiken zu diesem Spiel gesagt hat, das hören wir uns jetzt mal kurz an. Wir gewinnen das Spiel 3:2, aber ich denke, das Vorergebnis finde ich das Ergebnis jetzt nicht so relevant. Für mich ist wichtig, dass deine Mannschaft stand, die guten Fußball gespielt hat und vor allem auch Zusammenhalt gezeigt hat. Wir springen rüber zur Talentschmiede beim JFV Lübeck. Punktspiel für unsere U17 in der Regionalliga Nord. Trainer Oliver Zapel und seine Jungs gastierten beim Tabellenvierten, dem VfL Osnabrück. Ja, und die Jungs haben sogar das Spiel gedreht nach 0:1 Rückstand mit einer 3:2 Führung und am Ende hieß es 3:3. Aber Oliver Zapel, der sagte, ich bin stolz auf unsere Jungs und das sind wir auch. Chapeau, habt ihr gut gemacht. Ein Punkt mitgenommen hier zurück nach Lübeck. Und wie die anderen Mannschaften vom JFV gespielt haben, das sehen wir jetzt. Unsere A-Junioren, eine knappe Niederlage gegen den SC Weiche Flensburg mit 1:0. Die zweite Mannschaft in der A-Jugend, Punkteteilung 3:3 gegen Lübeck 1876. Unsere C-Junioren, Klasse-Sieg 4:1 gegen den TSV Pansdorf. Und unsere zweite in der C-Jugend müssen sich mit 5:2 geschlagen geben gegen den Ratzeburger SV. So, das war sie, die erste Sendung von Adler TV. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. 3 Hausaufgaben an euch. Daumen hoch, abonnieren und Glocke drücken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss.